So, einen herzlichen guten Morgen. Es ist Samstag, ein sehr schöner Samstag sogar. Diesmal, ich freue mich, es ist schönes Wetter, Sonne scheint. Ich war schon in der Wohnung, habe schon ein bisschen aufgeräumt. Und ja, jetzt wird noch ein bisschen noch gespachtelt. Schönheitsreparaturen werden gemacht. So eine Geschichten. Und jetzt schreibe ich hier: Nu geht es los. Ja, nun geht es los. Schauen wir mal. Den Rotbandsack, den angefangen, den bringe ich nochmal nach oben und dann hole ich auch den neuen aus dem Auto. Oder ich hole das Auto. Genau, so mache ich das. Ich hole das Auto. Heute wird das Basso aufgebaut. Also, was heißt aufgebaut? Das wird gereinigt. Habe ich mir zumindest vorgenommen. Wenn es sehr stressiger Tag wird, mache ich das natürlich nicht. Aber ansonsten, vorgenommen habe ich mir heute das Basso mal ein bisschen zu putzen. Ja, dieses wunderschöne Fahrrad. Basso Coral. Voll Camper-Rekordausstattung. Mit Camper Campagnolo Titanium GR-Sattel. Irre. Irre. Genial. Will ich haben. Hab ich. Was meinst? Ja. Das ist so mein Plan für heute. Viele Pläne mache ich nicht, weil heute ist ein schöner Tag und es wird wahrscheinlich alle Mieträder werden weggehen. Ich werde die Mieträder erstmal putzen müssen. Das wird erstmal Vorrang haben und dementsprechend. Ja, läuft, wie läuft. Wir werden es sehen. Ne? Also, bis dann. Na, das ist halt nochmal das Ding. Genau, das muss ich irgendwie. Aber es wird halt sauber abgebaut. Ich hab auch keinen Platz mehr im Schutt, wisst ihr? Knacke voll. Weil die Wand ist ja mit dazu gekommen. Das haben wir ja nicht berechnet, dass die Wand da auch noch runter muss. Was? Habe ich auch im Keller stehen. Ja, aber das guck mal, das geht. Ja, sieht auch wenig besser aus. Da kann man das gleich vernünftig so bauen, wie man das will. So muss die Baustelle aussehen, oder? Aber ich wollte jetzt hier nicht wieder Dreck. Fakt ist, der werte Hans. Ich mache jetzt erstmal die Decke. Genau, wir mussten die Decke, das Kabel musste raus, das alte. Das war einfach nur reingeknüppert, mit dem neuen angeknüppert und in der Strohdecke verlegt. Das war eine absolute Feuergefahr. Da wisst ihr, dieses alte Stromkabel war mit so einem neuen Stück zusammen eingeknüppert. Das musste raus. Aber lieber den Stock beschädigen, als das Haus abfackeln. Ja, vielleicht hat eine gute Versicherung und möchte lieber das Haus ja, abfackeln. mit samt Leuten drin, war so eine zahlt keine Versicherung. Ich weiß ja nicht, was das für ein Eigentümer ist. Nein, das ist Die der meisten Eigentümer sind undankbar. Nein, der ist korrekt. Der ist absolut korrekt. Kann ich nur in Schutz nehmen. So, lieber Hans, Stuck vorher und nachher. Das kriegen wir vielleicht, mache ich denn so, ja, auf die ganzen Seiten oder so. Achso, du steckst ja mal so auf. Das kann man ja auch. Vorher. So. Tretlager dreht sich raus. Hier. Da dreht das sich raus. Entweder ist bei der Erstmontage nicht fest genug angezogen worden. Oder das hat sich einfach die Winde gelockert. Die Windegänge sind ein bisschen weiter geworden und dann schwabbelt sich das raus. Was kann man jetzt machen? Man kann es erstmal nur wieder reindrehen. Das machen wir jetzt. Ich demontiere die Tretkurbel. Achtung, aufgepasst und. Hier, super Strom.
Tommy Sebastian macht jetzt Rekordlauf. Ich bin wirklich überrascht. Zweimal. Jetzt drehen wir die eine Seite wieder ein Stück raus. Hier, diese hier, drehen wir ja ein Stück raus. Damit wir diese hier vernünftig reindrehen können. Die ziehen wir richtig mit Schmackes an. Das ist schon staubig. Und dann kontern wir diese gegen. Bauen alles wieder zusammen. Und das war's. Jetzt haben wir es richtig angezogen. Die Seite ist wieder drin, wie man sieht. Da keine Lücke mehr. Ne? Wenn man das gut sehen kann, da. Und hier richtig gegengeballert. Jetzt baue ich alles wieder zusammen. Fertig. So einfach ist es. Ich hole mir jetzt meine Brotbox ab. Oh, ich freue mich schon. Frühstück. So, jetzt stelle ich einfach mal ein Schmuckstück hier vor, weil es kommt ja keiner vorbei. Schöne Nebendetail. So. Passo Corall. Columbus Chromor Rohr. Flaschenhalter kommt ab. Ansonsten Camper komplett. Und welche Camper? Das weiß ich nicht. Vor allem die Laufrad. Der Laufradsatz. Die Laufräder. Ich finde total genial die Namen, die sehen echt schön aus. Aber wahrscheinlich Camper Rekord, würde ich mal sagen. Camper Rekord. Und am besten natürlich der Sattel. Sattel von Camper Campagnolo. Und zwar nicht einfach nur der Elektra, sondern der Titanium GR5. Noch nie gesehen. Recht brauchbarer Zustand auch. Sauber gemacht werden muss er. Toll. Richtig Schmuckstück. 3T Vorbau, Modulo, Lenker, gut, Camper, Schalthebel, gebaut werden. Jetzt schaue ich erstmal nach, was das für Laufradsatz ist. Die Narben gefallen mir richtig gut, also die finde ich richtig toll.
schön Basso da. Toll. Habe ich mich sehr gefreut, als ich das kaufen durfte. Ich werde berichten. So, liebe Leute, ich kann ja meinen Augen nicht trauen. Also erstens der Sattel. Ja, zweitens dieser Laufrad, dieser Namensatz hier. Nun, hier ist er nicht poliert oder irgendwas. Hier habe ich ihn poliert gefunden. Aber auch gebraucht. Wollt ihr wissen, was der kostet? Es ist ja unglaublich. Wie kann so was? Das ist ja nur der Namensatz. Kampa C-Rekord. Hochflansch. Wahnsinn, oder? 679 Euro. Gut, das ist so ein Vintage-Bike-Shop. Ich habe jetzt nicht den teuersten Preis, ich habe den ersten Preis genommen. Ja, Studio Brisant heißen die. Die haben viele so eine Vintage-Teile. Vintage-Teile. Aber man kann ja echt mal gucken, ob es den woanders auch noch gibt. Hier zum Beispiel bei Bicycle DBC-Record NOS. New Old Stock. Na, das ist natürlich... Hat hier einer einen New Old Stock Einsatz da. Da steht aber gar kein Preis daneben. Da sollst du irgendwas schreiben. Ah, ne, naja, man findet nichts. Also das ist wirklich, Wahnsinn. Ich schau mal. Ich berichte weiter. So, hier haben wir eine Sattelschütze, die kostet 108 Euro. Hier haben wir ein Schaltwerk, das kostet 142 Euro. Eine Tretkurbel kostet 200 Euro. Und das sind Standardpreise. Namensatz haben wir hier ja nicht. Gibt's ja nicht. Leider nein. Kommt die Kiste mal raus. Für wie viel soll man so ein Rad denn jetzt anbieten? Wenn das denn angenommen, man würde es aufbauen. Bremsen, Schalthebel, alle, das ist alles tippitoppi. Und dann ist ja noch ein Basso. Außerdem, also der Rahmen alleine gibt ja schon 350 Euro. Und der Sattel, der kostet ja auch nochmal, also den finde ich ja gar nicht. Campagnolo Electra Titanium. Guck mal, ob ich den finde. Den finde ich ja nicht. Diesen einfachen ja, aber Titanium nicht. Der einfache kostet aber auch schon 200 Euro, 300 Euro defekt, 100 Euro defekt, 300 Euro. Hat einer neu? Campagnolo. Guck mal. Ich habe mir gefunden, tatsächlich. Aber stellt den nur einer vor, der hat den. Er schreibt, das ist die seltene Version Titanium. Mit Titaniumstreben. Und der verkauft den natürlich nicht. Der wäre ja schön blöd, wenn er den verkaufen würde. Keine Preise. Okay, guck weiter. Ich habe gerade mal einen Preis gefunden für ein Gesamtrad. Ausgestattet mit C-Record. Allerdings nicht so schöne Namen. Nicht den schönen Namensatz, den wir hier haben. Dafür aber mit einem Rahmen, der ein bisschen besser ist. 4.000 Euro. Da ist der Rahmen ungefähr, ich mal sagen, 600-700 Euro wert. Und geil. Na gut, okay, ich werde anfangen, das auseinander abzubauen, zu zerlegen. Nicht zerlegen. Ich werde nur die Laufräder erstmal abbauen. Ach, wir werden ja sehen, was ich mache. Wir schauen mal. Oh, scheiße mal, bla bla. Ich mache und dann kommt der Kunde und dann mache ich eh nichts. So sieht das aus. Das ist die Wahrheit. Das ist der Wahrheit.
nee, ich suche dich. Scheiße, Mann. Ich vergesse immer, dass ich die da oben hinstelle. Wenn ich die da oben hinstelle, weiß ich, dass ich sie da oben hinstelle. Das ist einfach so. Ich geh mal da oben. Da bitte. Bis dann. Ciao. Oh, ich repariere mal ein bisschen. Oh. Hey, mal. Oh, das Rad hier. Zwei neue Schläuche. Ach so, ja, nichts. Hitzbike. 12,5. Hallo. Hallo. Ah, ja, das ist auch wunderbar. Ah, bewegt sich, das ist schon mal gut. Thank you.
Schlauch. Ja. Ganz easy. Easy going. Square. Fertig. Jetzt ist Holland hat. Wird mal unten. Licht am Holland hat. Das ist das alte Licht. Das ist nicht mehr. Kommt ein neue dran. Prost. Kann man in so einem Land leben wie diesem hier und so einen Aufkleber toll finden? Verstehe ich nicht. Wieso scheiß Deutschland? Wieso? Ich finde Deutschland gut. Deutschland waren? Was für ein Deutschland waren? Den haben wir schon lange nicht mehr. Deutschland waren ist vorbei seit 45. Das haben sie alle noch nicht kapiert. Das trägt mir auf, was die sich da mal einreden. Sobald du Deutschland sagst, bist du schon. Scheiß Deutschland waren. Deutschland ist ein schönes Land. Tolles Land. Hat viel zu bieten. So viele Menschen wollen hier sein, in Deutschland und nicht woanders, weil Deutschland schön ist.
gegen Nationalismus und Deutschland waren. Was für ein Wahn! Hat ich eigentlich gezeigt, dass es funktioniert? Ich drehe, Achtung, es lichtet. Schön. Boom. Und, hast du Eis gekauft für deine Kiddies oder hast du es eingesackt? Spardose gegeben, in die Spardose. Eingesackt, wa? Ja, in die Spardose habe ich sie gegeben. Meine Kinder kosten richtig Geld. Meine Kinder kosten richtig Geld. Teurer als deine Autos. Meine Autos sowieso. Die kosten ja nicht. Ja. Wählen gehen, die Linke. Die Linke oder? Ja, ich glaube, das ist aber mit der rechten Ehne. Ja. Ich hab die Tasche gebraucht, weil ich hier Chili-Soßen gekauft habe. Ich bin mit Fahrrad gefahren, deswegen. Mal gucken, was sie so schreiben. Da ist alles noch drin. Luxus für alle, sonst gibt's Krawalle. Ach, wie blöd. Das ist Aufkleber, oder? Sind die behindert? Sind Luxus die behindert? Luxus für alle, sonst gibt's Krawalle. Sind die behindert? Wieso Luxus für alle? Dann ist es ja kein Luxus mehr. Kann man so hinter so einem Text sehen? Hm? Und da wohl unser Wahlprogramm in Kürze, die Linke. So eine Hetze. Oder? Ja, ich lese mir das mal durch. Mann, ich wollte ja kein Bonbon. Was wird da so viel zu tun, wa? Das eine. Was denn das? Ach so. Weg damit. Eine Stunde lang war richtig zu tun. Hast du gemerkt, hast du gesehen, ja. Warst du da? Nee, ich hab mich gehabt, wo ich geguckt habe. Ich dachte, hier mal jetzt nicht hin. Das ist ja im Stress. Hat er einen Verkäufer gehabt, der irgendwie bei ihm verkaufen wollte. Ja? Wieder so also ein älterer da. Der grauhaarige Mund war alle. Hab ich noch reingesehen. Ja, okay. Ja, wir gerade so. Tut man ja nicht.
nicht, dass dann der kleine Scheiß wieder so teuer sein wird. Dann wird den Hund ja noch schlimmer. Naja, ja, okay. Der sah ja nur naja nicht raus. Na, gleich. Wenn der mal so viel kosten würde, meine, wie kostet er ja mal? Was der so viel kostet, und dann so eine Figur, wo ich die Handarbeit drin steckt, so wisst ihr. Weil das ist alle Tantischnitz bestimmt, die Teile, die da dran sind. Ja, genau. $400 ohne Arm. Wenn den Arm noch kriegst bei Ali, ein 100 dann noch drauf. Ey, der Arm ist nicht. Ich hatte ja zwei Tage später, hatte ich Ali nochmal, ich wollte nicht direkt nächsten Tag drauf anquatschen. Ich sage, Mensch, hast du Chef nochmal Bescheid gesagt wegen dem Arm? Sagt er ja, sagt er, hat er. Weiß ich nicht, aber das wird viel. Schauen wir mal. Gestern und vorher ist er auch wieder da gewesen. Ja. Der Hausbesitzer? Ja. Ganze Woche. Das hat, haben die ja schon ein paar Waggons gemacht, wa? Ja, ja, ich hab bei mir noch nicht, alle oben. Ja, du brauchst ja am wenigsten, ja, von oben nach unten, wa? Ja, die von oben nach unten, ja. Gestern war keiner da. Hat die klappt? Nee, komm, hier auch nicht. Hat das jetzt beendet? Nicht beenden, sagt die klappt, oder was? Schon eine E-Mail gekriegt, die Artikel wurde leider nicht verkauft. Das war jetzt das aktuelle. Oh, hübsch. Diese elf Beobachter waren uns, weil wir sind zu selten noch gut waren. Und die wäre jetzt noch gelaufen, 4 Tage, 22 Stunden. Nee, dies, ja, sonst immer bei ihm. Diesmal war das auf meinen Account gemacht. Okay. Und da meint er, ja, den hätte man vielleicht nicht machen sollen. War vielleicht ein Fehler gewesen. Also, was ich sagen wir Agi, in der zwischen Bergstraße und Anzugstraße auf der linken Seite, auf der rechten Seite, rechts und links ist ein Blutherrevier. Ja. Und da ist ein Friseur. Und der hat, der hat Puppen da drin. Da steht so eine schöne große Puppen da drin. Ja, bitte keine Puppen. Was ist das denn? Ist ja was richtig Edles. Richtig fein. Mal das Licht hin. Nochmal. Nochmal schauen. Nein, das ist Nikotin, wie Nikotin gilt. Ja, bis 10 Arme, der so einen Arm schnitzen kann, das kann ja nicht so dolle sein. Beide sind keine Finger dran, da sind ja ein bisschen Knöchel an die Leute, das ist ja. Man müsste mal das Original gucken, aber da gibt es ja sehr gute Bilder. Nein, das ist seitenverkehrt. Der gleiche Arm seitenverkehrt. Sieht auch dasselbe. Nur spiegelverkehrt.
zwischen 3 und 6.000. Mit der Ergebnisse mit 8.000. Das Pärchen hat gebracht $13.000. Der Junge und das Mädchen. Das Mädchen mit dem Klatsch, bumm, runtergefallen. Da bringen die noch vielleicht drin. Ja, mal gleich. Ich soll erstmal bezahlen. Warte ich so lange. Bleib ich so lange hier. Naja. Komm, ja, nicht heimlich. Ah, ja. Ja, muss ich. Oh, bei so viel Tausender muss ich die Brille aufsetzen. Die 15 machen wir denn. Hä? Weil die wickeln gleich. Gib mir mal einen 5, hast du 5er? Ja, oder so, genau. Das ist dann vergleicht ja, mit 15 Euro. Das ist mir lieber, als wenn ich dir jetzt Geld borge. Du hast ja immer Ware, auch. Da kannst du mir auch was verkaufen. Ja, was denn? Ich hab doch keine Ware. Gut ist leer. Da müsste mal wieder Kicken kommen. Ich habe ja keine Zeit, nur im Winter. Ich stelle das immer irgendwo mit zu, weißt du, oder irgendwo mit drin. Ja, zeigst du mir jetzt. Ja. Ich vergesse teilweise selber, was ich alle gekauft habe. Ist ja nicht, war noch was, was mich interessiert? Das Ding muss ich mal abholen. Ja, die liegt noch an der Wand. Das Ding, die Puste. Puste, Puste. Das ist ja letztens, siehst du, ist mir zu spät eingefallen, weil du mit Dings da warst, da habe ich mich komisch nicht gestellt. So hätte man in den Baum reinschieben können. Und naja, nee, ist ja ja. Ich bin da über dem Bett, geht der Kinder rein. Gut, dann nur 15 sind raus. Ja, Bruno ist mal ins Bad. Das könnte mir denn. Och, ich teile dir das ein bisschen ein, Mann. Nicht, dass du. Das gleich wieder ein Ding, bumm. Und dann stehst du wieder da, ey, Tommy. Ja, morgen habe ich ja wieder ein Angebot. Ich hatte letzte Woche immer gefragt, also vor 14 Tagen, wie sieht es denn aus? Bei dir habe ich schon ein paar schöne Sachen geguckt. Wie sieht es aus mit alten Militärfotos? Und die sagt, ja, interessiert mich auch. Denke ich mal, bringt er mir morgen mit. Denn der Pickel mit dem Kettenschild, der hat Uri gesagt, der hatte eine gute Wohnung, 5 Zimmer, wo da sich schöne Sachen rausnehmen. Da könnte ich vielleicht was finden machen. Den Zickenplatz mal rüber eiern. Vielleicht gibt es halt auch noch eine Santenis-Bronze. Wies man ja nicht. Du wiesst ja alles nicht. Ich hab jetzt mal die nächsten mitgebracht, hab da noch ein paar von. Es gibt ja noch mal den gleichen Hund als Pärchen. Wo zwei Hunde den, man wies ja nicht, wisse, vielleicht hat die jetzt noch ein Pärchen dazu. Na, haben wir ja gesehen damals, haben wir ja geguckt. Ah, ja. Die sind wirklich klein. Die hat aber diese Miniaturen waren berühmt von mir. Ja, aber jetzt ist es so kostenlos. Richtig geil. Der ist nicht. Och Gott, ey, schon wieder Geld weg. Boah! Ja, hier geht's nach Hause. Hier geht's schlafen. Ruh dich aus für morgen. Was mach ich? Ruh dich aus für morgen. Ja, na morgen bin ich. Ja, ich bin ja noch überlegen, ob ich morgen selber mit zurück. Ich muss mal kicken. Weil der Ruf ist ja voll. Kinder kommen hoch. Ein paar Kinder eingeladen. Deine Kinder? Nee, jetzt hier so die Kinder, die kennen. Können da hinten an die Ecke nehmen, ist ja die Rase. Ach so, Kindertrödel, ja klar. Ja, können sich im Kindertrödel ausstellen. Der eine aus dem Haus, der will Honig anbieten, der macht ja Honig selber. Ja, das hat bei der Figur so verpeilt, war der Ali. Ich verstehe den manchmal nicht. Heute bietet er mir die komischen Bronzen an. Bei der einen fehlt der Sockel, die andere waren nicht so schön, da will er 100 Euro haben. Und die, da sagt er 30 Euro. Und hat dann da nicht geschneit bei der Figur. Hat er gedacht, das ist Plastik oder was? Ja, wahrscheinlich. Da ist der nicht drauf gekommen, dass das.
Elfenbein ist. Ja, das ist eine schöne Figur. Einmal in die Kamera. Konnte man noch nur kaufen, weil Bakker nicht da ist. Weil Bakker hält doch die Signatur hinten im Sockel gefunden. Sonny Boy. Das hätte gereicht. Nee, Sonny Boy. Die Signatur hinten im Sockel hätte gereicht. Hätte Bakker gesehen, meinst du? Der ist doch relativ... Sockel, die Signatur hätte der gesehen, aber der ist doch relativ... Ja, kann sein, der hält. Die hatten ja alles unter Licht mittlerweile. Ja. Den Gießerstempel, das ist mir, wenn du sowas schon hast, das ist schön. Hast du da noch Arschbacken? Nö. Schön. Ja, na gut. Ich bring's noch mal kurz hoch. Marlies hat nur gesagt zu mir. Ja, warte mal, eine Woche, dann steht das Ding bei dir. Wie? Hat sie gesagt? Jetzt sag mal, Marlies, jetzt wird mal ein Backbraten. Backbraten für Olaf Arnim, Olaf. So, ich mache jetzt Feierabend. Ich werde jetzt, schon geschrieben, hier hau rein. Ich werde jetzt schneiden und das war's für heute. Ja, also bis morgen oder übermorgen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.